Tempel von Fritz Walter Annetto. Favorit dieses Spiels ist natürlich die Sowjetunion. 13 Spiele hat sie seit 1954 ausgetragen, 11 gewonnen, 2-mal unentschieden gespielt. Aber was heißt Favorit im Fußball? Der Ball ist rund, sagen die Fußballstrategen. Jedes Spiel ist 90 Minuten lang und bietet viele Möglichkeiten. Eckel von Kaiserslautern. Biesinger. Ogonkov, Russland. Netto, Russland. Das war Schmidt. Beim Einwurf. Strelzow, der Torschütze. Das ist Posipal. Fritz Walter. Netto. Salnikov. An Paramonov vorbei. Netto. Noch einmal Fritz Walter. Vollmar in der Sturmmitte der Linksaußen. Schröder. Und beinahe hätte Biesinger den Ball bekommen. Aber nur beinahe. Da fehlt eine Fußspitze, eine Zehenspitze, würde ich sagen. Schröder. Na, kriegst du den Ball? Nein, Netto. Netto, das ist der Spielmacher und Spielführer der Russen. Das ist beim Start die Ballführung ungewöhnlich gut. Wie viel Pech hat der Stuttgarter in bisherigen Länderspielen gehabt. Heute endlich scheint er da zu sein. Wieder Netto. Na, Sie kennen ihn mittlerweile ja. Mit dem Rechtsscheitel und dem blonden Haar. Haben sich viel Sympathien erworben durch ihr sportliches Auftreten. Das ist Netto. Netto noch einmal. Schuss. Zentimeter vorbei. Zentimeter. Ogonkov. Paramonov. Leidtragen. Das ist Eckel. Wieder Netto. Ich glaube, drei russische Linksaußen. Und da wieder Fritz Walter. Biesinger. Und Ditschenko. Jetzt wieder Netto, Netto. Wunderbar die Ballführung. Und diese herrlich weichen Vorlagen. Salnikov zu Ivanov. Ivanov zu Strelzow. Wieder Ivanov. Na und was wird das? Posipal dazwischen. Erhard. Und das ist Netto. Er war ja in den letzten Länderspielen nicht im Tor der Nationalmannschaft. Gestern übrigens in einer Bombenstimmung in Barsinghausen. Gar nicht bedrückt, sehr aufgeschlossen. Baschaschkin hat seine Mühe mit Biesinger, aber ich würde sagen, er hält ihn. Ogonkov springt. Und Netto. Klasse, diese Ballkontrolle. Kurz da. Schmidt hat sich auch von hinten aufgestützt, also Freistoß für die Russen noch in der eigenen Hälfte. Offenbar auch in diesem Falle abseits eine Netto und wieder Schmidt. Strelzow, Netto, wieder Strelzow und ein langes Bein von Netto. Sehr schön wieder von Salnikov. Und der Torhüter und nur ein deutscher Spieler, Fritz Walter. Nein, es war Vollmar. Erhard, Schröder, Waldner und Netto. Netto immer noch mit Raum. Juskowiak. Die deutsche Hintermannschaft steht mächtig unter Druck. Schöner Kick von Netto. Verheißungsvollen deutschen Angriff. Die Russen sofort im kaltblütigen Konterschlag zum 2:2. Halten das Spiel durchaus offen.
Und das ist natürlich bei der ihnen nachgerühmten Ecke. Aber Schlechkov, Netto. Ja, manchmal Misling Ivanov. Und Netto. Die Sowjetunion führt im Fußball-Länderspiel im Niedersachsen-Stadion zu Hannover mit 2:1 gegen Deutschland. Ogonkov, Netto, Salnikov, Netto, Biesinger, Ecke, Netto und Fritz Walter hat hinten ausgeholfen. Schröder. Altner, Biesinger, wieder gescheitert. Das war der Anstoß für die zweite Halbzeit des Fußball-Länderspieles Deutschland gegen Sowjetunion. Wieder Baschaschkin, Netto, aber jetzt hat er Pech gehabt. Netto, der russische Dirigent, er ist jetzt näher an der Kamera. Man kann also sein technisches, brillantes Können sehen, sogar dieses Nachhackeln hat nichts geholfen. Nicht zu vergessen Fritz Walter, der aber jetzt etwas Pech mit seinen Aktionen hat und überhaupt schon in der ersten Halbzeit wohl eine kleine Pause einlegen musste. Juskowiak. Ein Verteidiger, der trippelt, das ist immer eine Gefahr für seine Mannschaft, denn er fehlt dann hinten. Und jetzt hat er auch noch Foul gemacht. Gesehen, Biesinger scheint mir zu fehlen im deutschen Sturm. Biesinger, der bisher keine 1 für die Sowjetunion gegen die deutsche Mannschaft. Im Fußball-Länderkampf in Hannover. Sehr energischer Einsatz von Schröder. Zu energisch. Und Freistoß für Salnikov. Und Netto. Tatushin, Netto. Juskovic. Das war ein kleines Missverständnis. Ich wollte eigentlich nur bestätigen, dass Sie recht haben. Mit 6:2 Eck. Spurz hält ja wohl keiner 90 Minuten lang durch. Wahrscheinlich nicht einmal die sagenhaften russischen Fußballer. Schröder, eine Chance für Deutschland. Vollmar. Aber abgepfiffen vorher. Ich glaubte es zu hören. Links, links draußen rufen die Zuschauer. Müsste er spielen. Da wäre nämlich Schäfer freigestanden. Sie sehen ihn jetzt wieder. Ja, und da ist Salnikov zurückgekommen. Netto. Schön gemacht von Eckel. Nochmal Waldner. Vollmar. Vorhin die Ecke war die 7. Und das wäre die 8. Oder also, war das auf der deutschen Seite? Wir wollen uns, glaube ich, lieber mit den Eckbällen nicht mehr festlegen. Netto, Osipal. Netto, Moser, Ivanov, Erhard. Und aus der Tiefe des Raumes sofort Netto. 2:1 ist der Spielstand für die Sowjetunion. Insgesamt ist das Spiel im Tempo ein bisschen langsamer geworden, obwohl die Russen eigentlich mehr Herr der Situation geblieben sind als in der ersten Halbzeit. Netto, Moser, das war er wieder. Moser, mit frischen Kräften. Gute Fritz. Naja, er ist ja der Senior der deutschen Mannschaft mit 35 Jahren. Ogonkov, Netto,
fällig gewesen. Hoppla, 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 bitte kein Tor, Moser. Ja, was nützt das, drei Leute umspielen, wenn man am vierten hängen bleibt, Hans Schäfer? Das hat wenig Sinn. Schäfer, ja. Aber zu steil, nicht zu steil, zu scharf von Waldner gespielt. Netto. Das war ein kleines Foul von Waldner, aber Vorteil, daher lässt Ellis weiterspielen. Moser, eine Leistung von Vollmar. Netto, aus, aber ein Russe hat abgewehrt. Ecke. Schröder. Absatzkick, das sieht schön aus, wie vorhin. Deutschland vor, noch ein Tor, rufen 80.000, 90.000 und feuern. Netto. Waldner kommt in Ballbesitz. Jetzt Walter. Eckel, Eckel, ungünstiger Schusswinkel. Und der üblichen Rahmen. Fritz Walter, das war aber ein schlechtes Foul. Netto. Netto angespielt worden von Paramonov. Anscheinend lässt der Schiedsrichter eine Minute nachspielen, wegen der Verzögerung. Thank you.